Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn wir uns heute zum Kaffee mit feinsten Biskuit verwöhnen können, hat das unter anderem mit dem Mann zu tun. Johann Arni, der vor 100 Jahren in seinem Konfisseriegeschäft in Lies das erste Arni-Biskuit hergestellt hat. Lang ist es natürlich nicht bei dem einen Biskuit geblieben und mit der Zeit ist dann die grosse Vielfalt von ausgesuchten Arni-Spezialitäten entstanden. Nussig, knackig fein und süß oder rustikal. Bei Arni braucht man übrigens die gleichen Zutaten, wie man sie auch daheim zum Guetzle nimmt. Die Herstellung besorgt heute allerdings weitgehend moderne Maschinen. Von Hand könnte man die vielen zerbrechlichen Brüsschen, die Tag für Tag verkauft werden, gar nicht mehr machen. Da entstehen die luftigen Schäumchen, die einem auf der Zunge fast von selber vergehen. Und auf dieser Anlage wird ein Biskuit gemacht, wo sich Generationen unter dem Namen Petit Beurre an Beliebtheit nichts verloren hat. Aber nicht nur Klassiker werden bei Arni hergestellt. Immer wieder neue Biskuit-Kreationen verlassen die Versuchsbäckerei mit Erfolg. Zum Probieren offeriert Ihnen Coop jetzt sämtliche Sorten besonders günstig. Bei Coop gibt es jetzt aber nicht nur eine grosse Arni-Aktion, sondern auch einen grossen Arni-Wettbewerb. Holen Sie sich doch im nächsten Coop-Laden den Prospekt, lesen Sie ihn gut durch und gönnen Sie mit ein bisschen Glück eine von diesen 1000 hübschen Blechdosen gefüllt mit Arni-Köstlichkeiten. Auch eine Köstlichkeit, allerdings von ganz anderer Art, zeigt Ihnen jetzt die Studio Küche. Bei Coop bekommen Sie jetzt ein reichhaltiges Angebot an schmackhaftem Wintergemüse. Eine gute Gelegenheit also für eine russische Randensuppe, der klassische Borscht. In einer grossen Pfanne Speckwürfel glasig bröteln, eine gehackte Zwiebeln mitdämpfen und geschnittene Kabis, Lauch und Sellerie beifügen. Alles kurz mitdämpfen und dann mit Wasser ablöschen. Hier drin wird jetzt ein rauer Herdöpfel und gekochte Rande geraffelt. Zum Schluss das in Würfel geschnittene Siedfleisch beifügen und dann zudeckt 1 bis 1,5 Stunden köcheln. Die heiße Suppe wird mit saurem Halbrahm serviert. Das Rezept für diesen Borscht finden Sie in der Coop-Zeitung von dieser Woche und ich kann nur sagen, es ist sehr empfehlenswert. Von morgen an gibt es bei Coop wieder eine ganze Reihe von interessanten Aktionsangeboten. Und erst noch ein Wettbewerb für alle, die gerne Biskuit haben. Also den sollte man auf keinen Fall verpassen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 2 Tauben Zaberstein nach Wahl, einen Franken günstiger. Zum Beispiel eine Taube Menta DNC und eine Taube Nelmex Flor statt 6,25 nur 5,25. 2 Schachteln Gerber Gala statt 3,50 nur 2,60. 2 Packungen Gala Spaghetti statt 2,60 nur 2 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 3 Dosen Midi Sweet Corn statt 3,90 nur 2,60. Bananen per Kilo nur 1,70. Auf Wiedersehen!